Schönen guten Morgen, ich begrüße Sie zur ZIP um 9 Uhr. Bei den Metallern geht heute die erste Runde der Lohnverhandlungen über die Bühne und es wird wohl nicht die letzte sein, denn anders als im Vorjahr zeichnet sich für heuer keine schnelle Einigung ab. Die Metaller fordern heuer ein Plus von 4,5% bei den Löhnen und Gehältern. Dafür spreche die gute Auftragslage in der Industrie und die hohe Teuerungsrate. Die Arbeitgeberseite hatte diese Forderung zuletzt aber als überzogen bezeichnet und verweist auf die noch immer schwierige Lage vieler Betriebe. Die Verhandlungen in der Metallindustrie, die gelten als richtungsweisend für andere Branchen. Dass die Metaller ihre Forderungen durchbringen, glaubt der Ökonom Gabriel Felbermayr, der ab Oktober das Wiener Institut für Wirtschaftsforschung übernehmen wird, nicht. Aber er rechnet doch mit einem deutlichen Plus, wie er am Abend in der ZIP 2 sagt. Ich denke schon, dass es in den nächsten Jahren sehr ordentliche Lohnzuwächse geben kann in Österreich, weil wir eben in diese strukturellen Knappheiten hineinlaufen. Wir haben Mangel auf dem Arbeitsmarkt bei vielen Berufen und das wird sich dann wie auf jedem anderen Markt in höhere Löhne übersetzen. Das ist zu begrüßen. Das Lohnwachstum der letzten Jahre war in Österreich nicht besonders hoch. Sagt Felbermayr in der ZIP 2. Nach den Wahlen in Oberösterreich beginnt die ÖVP hier heute mit den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Landesregierung. Das schwarze Verhandlungsteam unter der Führung von Landeshauptmann Thomas Stelzer empfängt dabei als erstes den bisherigen Koalitionspartner, die FPÖ. Das heutige Treffen mit der FPÖ sei bei weitem noch keine Festlegung, heißt es von der ÖVP Oberösterreich. Es werde Treffen mit allen Parteien geben. Auf der Suche nach Übereinstimmungen für ein gemeinsames Regierungsprogramm, sagt Landeshauptmann Stelzer. Als inhaltliche Schwerpunkte nennt er die Pandemiebekämpfung, die Sicherung des Industriestandorts Oberösterreich und den Klimaschutz. Und während sich die ÖVP in Oberösterreich in einer gestärkten Position befindet, wurden die Schwarzen in Graz am Sonntag von der KPÖ, angeführt von Elke Kahr, überholt. Auch hier beginnen heute erste Sondierungen. Eine Mehrheit im Grazer Gemeinderat hätte die KPÖ zusammen mit den Grünen und der SPÖ. Dazu werde es jedoch nicht kommen. Die SPÖ sieht sich bereits in der Oppositionsrolle. Ein Stichwort Sondierungen. Nach der Bundestagswahl in Deutschland machen die Grünen und die FDP jetzt Tempo. Sie haben noch am Abend überraschend Gespräche geführt, um gemeinsame Positionen auszuloten, wie sie über Instagram öffentlich gemacht haben. Die beiden Oppositionsparteien gelten ja als fixe Juniorpartner einer künftigen Regierungskoalition in Deutschland. Entweder einer Ampelkoalition mit der SPD, die ja die Wahl gewonnen hat, oder einer Jamaika-Koalition mit der Union der CDU/CSU. In den USA wird jetzt der chaotische Abzug der US-Truppen aus Afghanistan aufgearbeitet. In einer Anhörung vor dem Senat widersprechen führende Militärs den Angaben von Präsident Joe Biden. Der Generalstabschef sagt etwa, er habe den Präsidenten vor den Gefahren eines schnellen Abzugs gewarnt und hätte es für besser gehalten, 2.500 US-Soldaten in Afghanistan zu belassen. Joe Biden bestreitet das ausdrücklich, diesen Ratschlag erhalten zu haben. Kabul, Mitte August 2021. Chaos auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Tausende drängen auf das Rollfeld, einige klammern sich an startende US-Militärmaschinen. Vor allem Afghanen, die mit den USA zusammengearbeitet hatten, versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Aus Angst vor den radikal-islamischen Taliban, die Kabul zuvor widerstandslos übernommen hatten. Ein Kontingent von mindestens 2.500 US-Soldaten hätte in Afghanistan bleiben sollen. Das war sein Ratschlag, sagt der Generalstabschef vor dem Ausschuss des US-Senats und widerspricht damit dem Präsidenten. Niemand hat das zu mir gesagt, erklärte Biden in einem Interview kurz nach dem Abzug aus Kabul. Bidens Sprecherin sagt, es gab verschiedene Standpunkte. Der Präsident habe die Öffentlichkeit nicht in die Irre geführt. Für die oppositionellen Republikaner sind die gegensätzlichen Aussagen auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Japan hat einen neuen Ministerpräsidenten, den ehemaligen Außenminister Fumio Kishida. Kishida ist von seiner Partei, der Regierungspartei LDP, zum Vorsitzenden gewählt worden und hat deshalb automatisch auch das Amt des Regierungschefs übernommen. Er wird das Land noch dieses Jahr in Parlamentswahlen führen. Kishida folgt dem bisherigen Premier Suga, der Anfang des Monats wegen der heftigen Kritik an seiner Corona-Politik als Partei- und Regierungschef zurückgetreten ist.
In den USA entlässt die Fluggesellschaft United Airlines fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Der Konzernchef spricht von einer sehr schwierigen Entscheidung. Die Sicherheit des Teams habe aber oberste Priorität. United zählt zu den weltweit größten Airlines mit rund 67.000 Angestellten. Mehr als 96% davon seien geimpft, heißt es. 9 Tage nach dem Ausbruch des Vulkans auf der kanarischen Ferieninsel La Palma hat die glühende Lava das Meer erreicht. Experten befürchten jetzt, dass sich giftige Gase bilden, wenn die heiße Lava auf das Salzwasser trifft. Die Behörden haben deshalb für die nähere Umgebung eine Ausgangssperre verhängt und für die Insel gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Meterhohe Säulen aus Dampf schießen in die Luft, als die etwa 1000 Grad heiße Lava gegen Mitternacht ins kalte Meerwasser stürzt. Die Behörden rufen die Menschen auf, sich nicht im Freien aufzuhalten. Es könnten sich mit Salzsäure versetzte giftige Gase bilden. Mehr als 600 Gebäude hat der Vulkan bereits zerstört. Auch Plantagen und Gewächshäuser sind vernichtet. Landwirtschaft ist neben dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig auf La Palma. Die Regierung hat die Ferieninsel zum Katastrophengebiet erklärt, um den Wiederaufbau zu organisieren und zu finanzieren, sobald der Vulkan wieder zur Ruhe gekommen ist. Das kann nach Ansicht von Vulkanologen noch Monate dauern. Hamburg hat die Elbphilharmonie, München bekommt jetzt eine Isar-Philharmonie. In einer ehemaligen Halle der E-Werke hinter Maschendrahtgittern soll ab Oktober Klassik aufspielen. Ein Projekt, das viel Echo erzeugt, aber auch nicht unumstritten ist. Vieles ist in München gerade Baustelle, auch die Kultur. Der Gasteig, Europas größtes Kulturzentrum, wird renoviert. Deshalb müssen nicht nur 3 Millionen Bücher umziehen, auch die Münchner Philharmoniker suchen ein neues Zuhause und finden es unweit des 1860er Fußballstadions in einer alten Trafohalle. Isar Philharmonie heißt das Projekt, das im neuen, coolen Setting auch ein junges Publikum anziehen soll. Wir werden viele Kinder, junge Menschen und erfahrene Konzertbesucher hier treffen. Viele werden herkommen wollen, um alles selbst zu sehen, zu erleben und zu fühlen. 450 Millionen Euro kosten Umzug und Umbau. Viel Geld, wie Kritiker bemängeln. Ab 9. Oktober wird man sehen, ob die Rechnung mit dem neuen Publikum aufgeht. Auch die Wolken ziehen um in Richtung Österreich. Wir sind bei den Wetteraussichten. Das Wetter stellt sich heute um, zumindest vorübergehend. Ein kleines Tief über Deutschland lenkt kühlere und feuchtere Luft zu uns. Und so regnet es aktuell schon in Westösterreich. Im Laufe des Vormittags breitet sich der Regen bis Oberösterreich und Oberkärnten aus. Trocken ist es derweil im Osten und Süden, später auch in Vorarlberg. Die Sonne zeigt sich hier aber nur zwischendurch. Am Nachmittag wird es auch von Unterkärnten bis zum Südburgenland nass. Einzelne Gewitter sind hier möglich. Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es dann im Rheintal. Mit Westwind strömt heute etwas kühlere Luft nach Österreich. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 22 Grad. Morgen am Donnerstag kühlt es weiter ab. Die Höchstwerte liegen dann nur mehr um 16 Grad. Aber schon der Freitag bringt wieder sonnigeres und wärmeres Wetter. Recht sonnig verläuft auch der Samstag bei etwa 20 Grad. Und am Sonntag könnte es sogar noch eine Spur wärmer werden. Ab Sonntag ist die Entwicklung aber recht unsicher, wie der 15-Tage-Trend von Graz zeigt. Wahrscheinlich gehen die Temperaturen in der kommenden Woche zurück. Auf den Bergen Westösterreichs könnte dann ein bisschen Neuschnee fallen. Und mit diesen Aussichten darf ich mich von allen Zuseherinnen und Zusehern verabschieden, die via Dreisat mit dabei waren. Mit lieben Grüßen aus Wien. Die nächsten aktuellen Nachrichten habe ich wieder in der ZIP um 13 Uhr für Sie. Jetzt übernimmt hier wieder Philipp Jelinek und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Vormittag. Auf Wiedersehen.